Ja, hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei ITS 2, 1 Million Kilometer für den guten Zweck. Wir haben Folge 135, Kilometerstand 53.118. Ja, und ich sehe gerade meine Cam. Ich wollte eigentlich zeigen, dass ich heute Schrotti-T-Shirt anhabe, aber irgendwie ist es zu bunt, dann pixelt es umso sehr. Naja, egal, die Cam. Gut. Okay, ja, erstmal, hi, mein Schatz, und hi, Ice Baby, und wir starten auch gleich rein. Wir fahren gleich weiter, wir haben eine große Tour. Chat ist in der Mitte, John, gut, vielen Dank für die Info. Werde ich gleich ändern. So, das ändern wir gleich. Halt, das ist die falsche Tastenkombination, die brauche ich. Hey, hopp. Jetzt, in der Mitte. So. Jetzt muss er aber dann richtig sein. Gut, und dann geht's auch schon wieder zurück ins Spiel. Komm, hopp, hopp. Und los geht's. Ja, F1, jetzt da. Also, wir haben eine große Tour vor uns. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg Richtung Liege, also Liege oder wie das heißt. Dann Richtung Paris. Dann geht's runter nach Orleans. Und weiter Richtung Limoges, oder wie das heißt, oder wie man es ausspricht, Albi, Toulouse und. Also, wir müssen da ganz schops raus mit dir. Hey, komm. Also, bis nach Zaragoza, nach Spanien. Gut. Hi, Danny. Fine, thanks. How are you? So, los geht's. Noch so ein paar Kilometer hinter uns kriegen. So, ja, was ist Plan? Am Freitag, 18 Uhr, Livestream. Und zwar Spendenbekanntgabe vom Monat Februar 2015. Und dann ab 20 Uhr wird es einen Livestream geben, und zwar mit Minecraft. Und zwar die große Minecraft-Nacht, wo mein ganzes Team und ich zusammen Minecraft zocken und etwas bauen werden. Und ja, nein, ich mache keinen Multiplay. John, du sollst doch fahren und nicht ihn beobachten, sonst brauchst du Unfälle. Na und? Schaut doch geil aus. Hier. So, und ich habe mir gedacht, wir machen aus der Minecraft-Nacht noch eine Chance, und zwar noch einen Zusatz. Weil am 12.1., am 12.3. gebe ich ja die Operation Pixelkiste ab, die Spendensumme. Da steht endlich ein Termin, da fahre ich nach Bonn und dann wird es gemacht. Und. Dann habe ich mir gedacht, machen wir aus dem Minecraft-Livestream doch gleich noch eine Zusatzspendenaktion für die, die was noch Bock haben, für die Operation Pixelkiste noch einen kleinen Opulus dazu zu geben. Die können dann in dieser Nacht noch spenden. Wie lange wir spielen, wissen wir nicht. Auf alle Fälle um 20 Uhr geht's los und dann, ja, wir haben da keine Open End halt einfach. Vielleicht da dann noch ein bisschen größere Summe zusammen kann, weil jetzt schaut so aus, es waren 400 nur Basel-Wedge, 230 Euro sind für die Spielsachen weg, 104 Euro ging jetzt noch an die Elterninitiative,
Initiative dazu und die anderen 104 Euro wandern in den Pott für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, was auf der Gamescom dann überreicht wird. Im August an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. So, und also das heißt, vielleicht können wir ja aus den 104 Euro für den 12. noch ein bisschen mehr machen, wäre cool. Und mal schauen. So schnell baue ich keine Unfälle, der schaut so cool aus. Auf der geraden Fläche geht's ja. Außer jetzt die Karre da vorne hier. Ups, da müssen wir schon aufpassen. Auf der geraden Strecke ist cool. Da funzt das Ganze. Und der prächtig. Oh, den fällt ja so, dann muss immer wieder nach außen. Schneller hier, 80 ist erlaubt. Dann nutzen wir die 80 auch. Hi Tom. Hammer aus. Hat Caddy voll gut hingebracht den Tag. Leute. Jetzt müssen wir mal rüber da, denn jetzt geht's gleich unter der Brücke durch. Sieht halt so abartig geil aus. Besser, der gefällt mir besser wie es da wohl. Gut, wahrscheinlich weil er neu ist. Oh, die Laterne, ich sehe nichts. Huhu.
meine zwei Vögel streiten sich gerade. Wollt ihr das sehen? Nö. Jetzt haben sie aufgehört. Oh, Leute. Boah, ich lieb den. Das ist so geil. Halt, weil es cool ist, weil es mein Team gemacht hat, mein Team, die Kelly hat das gemacht und alle helfen mir in meinem Team und das finde ich voll cool. So, aber jetzt haben wir ein Problem. Bis der erstmal auf 90 ist, vergeht ein halber Tag. Ach nee, jetzt kommt doch. Jetzt müssen wir wieder bremsen, weil da aus Bautstelle kommt. Alter! Boah, schau, das schaut so cool aus, wie der da reinfährt. Mein T-Shirt? Hier, Schrotti. Von Manni und von Kelly. Jetzt die ganze Zeit so fahr, kommen wir nie ans Ziel. Okay.
Ja, Kelly, meine Frage, du hast doch gestern die ganzen Trailer in einen Ordner gepackt, dass die uns Standalone macht. Wie ist das? Muss jetzt ich, bevor ich den aktiviere, alle anderen rausmachen und dann bitte eine Liste von den Trailer, die du dort alle reingepackt hast, dass ich weiß, was ich alles deaktivieren muss. Wäre cool, wenn du mir das machen könntest. Wir haben jetzt genug Kohle. Wir werden nachher noch schnell kurz vor Schluss eine Garage noch ausbauen und noch einen LKW kaufen. Danke. Weißt du, dass ich da irgendeinen rausnehme oder funktioniert irgendwas nicht? Oder fehlt einer? Wollte ich dich gestern Abend noch fragen, aber da warst du schon weg. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn die nächste Raststätte? Oh oh, da kommt keine. Doch, wir biegen die nächste rechts ab und parken auf der Tankstelle. Genau, weil wir kommen ja langsam zum Schluss. Oh Scheiße, jetzt habe ich das habe ich Text gelesen. Oh, die ganze Zeit lief alles gut, aber naja, irgendwann muss es ja machen. So. Dann stehen wir jetzt hier bis morgen. Dude, you are driving the wrong way. No, no, no. I break here. Hier ist Feierabend. So, gut. Jetzt mal gucken. Bum, 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 bum. Firmenmanager, Garagenmanager, mal schauen, welche müssen wir ausbauen? Ach nee, bauen wir die jetzt erstmal aus. Gut, und dann LKW-Manager. Ja komm. So, dum dum dum. Und dann hier, halt, da brauchen wir jetzt LKW-Manager. LKW-Händler, der kaufen wir jetzt einfach mal nochmal an. Ach, den kaufen wir einen DAF. Dem nächsten Angestellten hier. Dann online kaufen. Der kriegt 1,06 €. Dann nehmen wir den hier, der reicht dem. Kaufen. Genau, der geht in Düsseldorf. Hammer. Da haben wir noch ein. Ja, da haben wir das. Da ist alles voll. Dann mal schauen. Wo haben wir denn noch? Wo ist denn die eine? Ach, da. Genau. So, okay. Okay. Dann Fahrermanager. Dann Arbeitsagentur.
Fahrer einstellen. So, dann schauen wir mal, wen nehmen wir denn? Wir müssen die Frauenquote noch erfüllen, wir haben keine Frau. Dann nehmen wir einen, der ganz, also ganz kleinen, der was langsam aufsteigt. Dann haben wir gleich wieder so viel Kohle. Gut, so, und dann gehst du da runter, hopp, hopp, hierher. Und pass ja auf den auf. Pass ja auf. So, gut. Da haben wir jetzt auch einen eingestellt. So, wir sind gefahren heute knapp 300 Kilometer, oder es waren sogar 301 Kilometer. Jetzt haben wir 53.000. 419. So, und 2 Cent. Und morgen sehen wir uns dann wieder bei der Folge 136 mit Start bei 53.419. Gut, morgen versuche ich ohne der blöden Ansicht zu fahren, dann erreichen wir nämlich mehr Kilometer. Aber der schaut halt so geil aus. So, jetzt ist Feierabend für heute. Ich muss ein bisschen was planen fürs Wochenende, von Freitag für den großen Livestream. Abend und deswegen gibt es da jetzt heute nichts mehr. Und ja, alle anderen sehen wir dann heute Abend im TS. Bis später, bis dann, bis morgen und lasst ein Like da. Bis dann, tschüss.